Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTime MMA. Der Oktober rückt näher und unabhängig von der UFC 293 erwartet uns schon bald die UFC 294 und zwar im Hauptkampf Islam Makhachev gegen Charles Oliveira. Darüber hinaus haben wir natürlich auch Hamza Chimaev gegen Paulo Costa und diese Fightcard ist für mich wirklich das absolute Highlight des Jahres und ich freue mich unfassbar doll auf diese Fights, die wir dort zu sehen bekommen, Freunde. Und Khabib Nurmagomedov hat jetzt hier seine erste klare Prognose für den Fight Makhachev gegen Oliveira abgegeben, was, glaube ich, sehr viele von euch interessieren würde. Und wenn euch das Ganze gefällt, lasst wie immer gerne ein Like und ein Abo auf meinem Kanal da, um mich zu unterstützen und weiter immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Khabib Nurmagomedov glaubt nämlich an dieser Stelle, dass Islam Makhachev es schwer haben könnte, Charles Oliveira in ihrem Rückkampf zu besiegen. Im Oktober 2022 kämpfte Makhachev gegen Oliveira um den vakanten UFC-Titel im Leichtgewicht. Oliveira hatte zu diesem Zeitpunkt eine unglaubliche Siegesserie von 11 Kämpfen hinter sich, aber der Dagestaner ließ sich nicht unterkriegen und dominierte Charles Oliveira. Seitdem war Oliveira besonders motiviert, Leichtgewicht wieder neu aufzumischen, ja, den Titel zurückzuerobern, was zu einem TKO-Sieg in der ersten Runde gegen Benil Dariush im Juni dieses Jahres führte, woraufhin er dann direkt wieder back on the track ist und im Oktober zurückkehrt, um gegen Makhachev zu kämpfen. Am 21. Oktober ist es dann soweit. Oliveira hat die Gelegenheit, seine Niederlage gegen Makhachev im Hauptkampf wieder wettzumachen. Das wird für ihn leichter gesagt als getan sein, denn Islam Makhachev ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Dennoch hat Oliveira bewiesen, dass er einer der gefährlichsten Kämpfer der UFC ist. Der mit Spannung erwartete Rückkampf wird auf jeden Fall sehr reinkrachen. Khabib ist ein wichtiger Trainingspartner und meiner Meinung nach müsste er sogar dabei sein, um Makhachev zu unterstützen bei so einem wichtigen Fight. Während eines Interviews, das auf YouTube geteilt wurde, wurde Nurmagomedov die folgende Frage gestellt. Kommen wir zurück zu Islam Makhachev und seinem Rückkampf gegen Oliveira. Glaubst du, Khabib, dass der Rückkampf härter sein wird als der erste Kampf? Und Khabib antwortete mit folgenden Worten. Für Islam wird es mehr Risiko geben als im ersten Fight. Oliveira hat nichts mehr zu verlieren. Er hat bereits gegen Islam verloren. Ich denke, es wird für beide kein leichter Kampf werden. Aber für Islam wird der zweite Kampf deutlich schwieriger sein als der erste. Das ist nur meine persönliche Meinung. Und wenn Khabib schon sowas sagt, wäre es natürlich noch atemberaubender, wenn Islam da reingeht und Oliveira wieder in der ersten oder zweiten Runde finishen wird, was einfach nur bombastisch wäre. Schreibt mir eure Prognose in die Kommentare, lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal hier bei NoTime MMA.